Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tom Clancy's The Division Part 5. Und wir haben in der letzten Folge gesehen, dass wir die Operationsbasis beschützt haben. Die wurde nämlich angegriffen und zwischendurch wurden wir aufgehalten mit Nebenmissionen. Wir haben Gegenstände aufgesammelt, die wir auf dem Weg gefunden haben. Welche das genau waren, das könnt ihr in der letzten Folge nochmal nachsehen. Aber ich denke mal, in der nächsten Zeit werden wir da bestimmt nochmal öfter auf welche Gegenstände stoßen. Dann können wir nochmal gucken, was wir alles haben. Und ja, ansonsten, ja, wir sind sehr, sehr viel durch Manhattan rumgelaufen, haben auch einzelne Bereiche kennengelernt, freigeschaltet, also sozusagen Gebiete, wo auch wieder sehr, sehr viel passiert. Große, große Karte, muss ich sagen. Also wir sind wirklich sehr viel rumgelaufen. Und das ist so mega groß, dass wir wirklich von Ecke zu Ecke mit neuen Problemen konfrontiert werden. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir reden nicht so viel herum. Und ich mache die Cam wie immer aus, damit wir uns 100% auf das Spiel konzentrieren können. Und bevor wir hier ein bisschen weiterlaufen, würde ich erstmal vorschlagen, von der letzten Folge haben wir ja einige Sachen gesammelt. Und wir schauen mal kurz, was es nochmal war. Hier sehe ich, wir haben eine AK-47 gesammelt. Sehr, sehr geil. Dann würde ich mal sagen, nehmen wir die. Die sieht auch sehr, sehr schön aus, muss ich sagen. Und ja, was haben wir hier? Zweimal Super 90, das heißt, wir können eine auf jeden Fall verkaufen. Eine Super 90. Müssen wir gleich gucken, wo wir das machen können. Hier kann ich jetzt natürlich auswählen, welche Waffe ich als Sekundären auswählen möchte. Das haben wir in der letzten Folge, meine ich, freigeschaltet. Was nehmen wir? Ich hatte die MP5, die war eigentlich immer ganz gut. Und ich nehme einfach mal die M4 als Sekundärwaffe. Und ja, was haben wir noch? M1911. Ja, lassen wir einfach mal so. Hier haben wir einfach Sachen, die alle gleichzeitig benutzt werden. Ich bin da auch mal gespannt, also hier an dieser Stelle, wann wir etwas ersetzen. Weil so sieht das jetzt eigentlich aus, dass wir jetzt alle vier Mods sozusagen benutzen. Und schauen wir mal. Rüstung. Haben wir etwas Neues bekommen? Nein, ich glaube, das hatten wir in der letzten Folge. Ich bin jetzt nicht sicher. Das ging so schnell, da konnte ich nicht auf die... auf die Rüstung mich konzentrieren. Ansonsten Knieschoner ist geblieben. Holster ist auch geblieben. Und die Handschuhe ebenfalls. Ansonsten Rucksack hat sich auch nichts getan. Charaktertaschen. Kann man hier etwas ändern? Also ich bin ehrlich gesagt leider noch nicht dazu gekommen, hier nochmal ein bisschen hier reinzuschauen. Was man hier so genau alles machen kann. Ich wollte die Folge jetzt auch nicht dafür opfern, dass wir jetzt die ganze Zeit nur sowas hier machen. Ich denke mal, das haben wir ja im großen Teil schon gemacht. News, Karte, okay. Ich weiß nicht, haben wir neue Fähigkeitspunkte, die wir verteilen können? Hier geht erst ab Stufe 5. Nächster Platz auf Stufe 5 entsperrt. Okay, da haben wir noch ein bisschen Zeit bis dahin. Ich werde mal sagen, wir gucken uns mal ein bisschen um. Fangen wir hier an einem... Eingangstür an. Okay, hier haben wir nichts zum Einsammeln. Gehen wir mal nach links. Hey, laufen Sie doch nicht weg. Zum Waffenhändler. Was hat er denn? Oh, Sicherheitsmaske. Und ich sehe, wir haben sehr, sehr viel Geld in der Geldbörse. 411. Und ja. Wenn wir die UNO angreifen, macht das LMB ist jetzt halt die Frage, macht es Sinn, dass wir jetzt schon unser Geld dafür rein investieren? Weil ich bin der Meinung, je später, also je weiter wir kommen in der Mission, desto mehr Waffen kriegen wir sowieso und Rüstung hinterhergeschmissen, denke ich mal. Klar, irgendwo gibt es Ausnahmen. Da sagt man, boah, wenn du das kaufen würdest, dann bist du der King. So nach dem Motto. Aber hier, denke ich mal, ist es noch überschaubar. Schutzmaske, Atemschutzmaske. Ich frage mich, was jetzt die Unterschiede davon sind. Atemschutzmaske. Schutzmaske. Wenn ihr es wisst, könnt ihr mir in die Kommentare reinschreiben. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Und hier auch Sicherheitsweste und schützender Panzer. Ich weiß jetzt auch nicht genau die Unterschiede. Müsste ich ehrlich gesagt nochmal nachgucken. In Ruhe, wenn ich die Folge nicht aufnehme, weil ich denke mal, das geht sehr, sehr weit ins Detail. Und das nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch.
um seine Waffen nochmal und seine Rüstung nochmal durchzuchecken. Aber ich wollte euch das nicht vorenthalten. Ich wollte es eigentlich mit euch gemeinsam hier alles machen. Damit ihr auch genau wisst, was ich zuletzt getan habe. Das Beste im Distrikt. Und schauen wir mal kurz hier rein. Was haben wir denn für Waffen? Umgebaute SMG-9. Das sieht doch schon mal sehr, sehr nice aus. Aber wie gesagt, für das Geld ist es für mich noch ein bisschen viel. Vielleicht wird das so mit der Zeit im Spiel nicht mehr so viel, das Geld. Also 400 in der Geldbörse ist vielleicht, vielleicht so ein Geld, was man hinterhergeschmissen bekommt, so nach dem Motto. Aber für mich kommt es noch ein bisschen viel rüber. Deshalb warten wir so mal ab, wie das Spiel sich weiterentwickelt, wie viel Geld wir bekommen in der nächsten Zeit. Und dann können wir da immer noch einkaufen. So, tut mir leid, dass ich an dieser Stelle so viel quatsche. Ich versuche mich immer ein bisschen zurückzuhalten, damit ihr euch so ein bisschen das Spiel reinziehen könnt. Ja, ist auch immer schwierig, ein bisschen zu quatschen, wenn im Hintergrund da die ganzen Leute, die hier dabei sind, auch quatschen, wenn ich die anspreche. Passen Sie da draußen auf sich auf. Ja, Einsatzbericht anfordern. Ah, hier können wir wieder was machen. Okay, also du bist ein Division Agent, ja? Super. Halte dich nicht mit dem Tod oder dem Gemetzel um dich herum auf. Oder der Tatsache, dass so viele schon versucht haben, was du jetzt versuchst, und dabei kläglich scheiterten und auf furchtbare Weise den Tod fanden. Klar, sie hatten wesentlich mehr Unterstützung als du jetzt. Aber was soll's? Das Schicksal ist hart und ungerecht. Da kann man nichts machen. Denk positiv. Ich bin nur heilfroh, dass du da raus musst und nicht ich. Aber ich halte dich auf dem Laufenden, okay? Es gibt viele LMBs in den Straßen um die Grand Central Station. Ja, das ist ja nett. Hauptsache, wir gehen raus. Glaubst und was uns passiert, ist egal. Nein, wir machen das gerne. Dafür sind wir ja die The Division. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Hochfahren. Schließen Sie den Einsatz Madison Feldlazarett ab, um Dr. Jessica Candle zu retten und zu dem medizinischen Flügel wieder in Betrieb zu nehmen. Okay. Scheint ein Einsatz zu sein, den wir noch nicht machen können. Offline. Ich weiß jetzt nicht, was mir das genau sagen soll. Ist das eine Offline-Mission oder müssen wir das online machen? Aber wir sind gerade offline, weil ich weiß nicht, ob die Server gerade noch on sind. Oder ob ich jetzt hier offline spiele, weil ich sehe ehrlich gesagt auch keine Leute, die gerade in der Nähe sind. Sonst ist es ja meistens der Fall. Hey, sehen Sie sich das an! Belohnungshändler, vielleicht kriegen Können wir was. Können Sie hier von irgendwas gebrauchen? Ey, cool! Wir kriegen ja Belohnungen! Das ist ja geil! Ich weiß jetzt nicht, wie gut dieser Hetzmat P416 ist. Aber wenn dieses Rote daneben, dann heißt das doch, dass wir uns verschlechtern, oder nicht? Also wir haben Präzision aktuell ein bisschen mehr, Nachladezeit. Ja, ob man es braucht, ist jetzt eine andere Frage. Waffenmods. Das sind anscheinend Sachen, die man hier auswählen kann. Und dann schaltet man sozusagen einen Bereich frei, den man dann in naher Zukunft dann einsammeln kann. Das ist ja cool. Jetzt ist halt die Frage, brauchen wir Rüstung? Kriegen wir vielleicht noch mehr? Was haben wir hier? Höhere Attribute. 15% plus exotischer Schadenminderung. Okay. Also ich hätte jetzt blind diesen Rucksack genommen. Aber ich bin mir jetzt nicht 100%ig sicher. Sprühstreifen, Urban, Waffenskin. Okay. Skin, ja. Ah, hier sind Hüte. Von wo ich immer so ein bisschen geträumt habe, wann wir welche kriegen. Ist halt die Frage, brauchen wir das jetzt? Ich kann mich nicht entscheiden, Leute. Ah. Ich weiß nicht, Rucksack könnten wir auch wieder mehr bekommen. Ah. Mist, Mist, Mist. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es echt nicht. Können wir hier gucken, was wir für Ressourcen haben? Ah, wir haben hier Dark Zone Schlüssel. Dreimal. Behälter für MP-Granaten, Behälter für HE-Granaten, Erste-Hilfe, Set Lager 3. Okay. Die werden, glaube ich, aufgefüllt. Oder haben wir die? Haben wir die? Ressourcen? Oder kann man die hier kaufen? Das kann natürlich auch sein. Ich bin mir jetzt auch nicht so hundertprozentig sicher. Wie gesagt, ich habe mich da noch nicht hundertprozentig damit befasst. Aber das kriegen wir schon hin. Ja, was nehme ich denn hiervon? Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, ich nehme den Rucksack. Komm. Möchten Sie dieses Objekt erhalten? Abgeholte Objekte finden Sie im Inventar wieder. Dann sage ich mal einlösen und anlegen. Mit L1. Okay. Meine Kunden waren immer zufrieden. Was wollen Sie sehen?
So, können wir auch den alten Rucksack jetzt verkaufen? Sicherheitsrucksack. Dafür kriegen wir 25 nur. Das klingt irgendwie so wenig. Sicherheitsrucksack. Okay. Ja, ich würde mal sagen, den hauen wir auf jeden Fall weg. Den grünen hier, den möchte ich noch ein bisschen behalten. Bis dann. Bis dann. So, wir haben hier noch ein paar Ausrufezeichen. Über uns zum Beispiel. Oder? Gehen wir hier durch? Push. Da steht Push. Ich pushe, aber passiert nichts. Hey da, kommen Sie mal rüber. Ich frage mich gerade, eigentlich müsste ich Netz haben. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Oder das ist generell offline. Klar, wir müssen die ja wieder aktivieren. Ah, klar, ja, ja. Offline, das ist nur für uns als Information. Ich dachte schon, wir sind vielleicht offline und spielen gar nicht online. Okay, ich gucke mich mal hier schnell um. Was haben wir hier? Ufern. Schließen Sie den Einsatz Lincoln Tunnel Checkpoint ab, um Roy Benitez zu retten und den Sicherheitsflügel wieder in Betrieb zu nehmen. Okay, das sind alles auf jeden Fall Missionen. Aber wir müssen auf jeden Fall hier jeden Flügel untersuchen. Das machen wir auf jeden Fall. Ich würde gleich vorschlagen, wenn wir dann weiterziehen. Der Technikflügel hat schon bessere Tage erlebt. Aber wenn Sie Rhodes herbeischaffen können, wird er sicher noch einige Asse im Ärmel haben. Ehemaliger PMC. Er weiß mehr, als man erwartet. Ich halte ihn für sehr hilfreich. Okay. Ja, also ich würde vorschlagen, wenn wir gleich losgehen, dass wir noch zum Lager gehen und dann ein paar Sachen da ablegen. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass wir während den nächsten Missionen wir viele neue Gegenstände sammeln und da brauche ich auf jeden Fall Platz im Rucksack. Ganz klar. War jetzt hier noch etwas? Konnte man hier noch hoch, runter? Haben wir hier irgendwas zum Einsammeln? Ich möchte hier nichts verpassen. Hier haben wir anscheinend nichts. Nur ein netter Raum. Ich denke mal, dass es so mit der Zeit sich alles entwickeln wird. Wir müssen erstmal alles freischalten. Okay. So, schnell ein Lager. Wenn ich so sehe, wie lange wir schon hier, hier unterwegs sind, das ist schon wahnsinnig. Okay. Lager ist ein Schutzpaket. Den könnten wir dann verkaufen. Okay. Was haben wir hier? Ich würde mal sagen, so ein paar Sachen lagern wir. Hä? Anlegen? Ne, nicht anlegen. AK. So. Nochmal. Ins Lager schicken. Mit Viereck. Wenn schon, dann richtig. Okay. Atemschutzmaske, Schutzmaske. Ja. Ist halt so die Sache, ne? Ob wir es alles brauchen. Schützender Panzer. Konnte ich das nicht vorhin verkaufen? Ich hoffe, dass wenn man im Shop ist, dass man vom Lager aus die Sachen verkaufen kann. Sonst muss ich da jedes Mal ins Inventar wieder aufnehmen. Das will ich eben mal... Hey. Hey. Hören Sie. Ich werde nicht mit Ihnen da rausgehen können. Nicht mit diesem gottverdammten Bein. Ich tue, was ich kann von hier aus. Auch wenn es nicht viel ist. Sie haben ja keine Vorstellung, wie sehr ich auf diesen Einsatz gewartet habe. Für genau so ein Szenario habe ich mein Leben lang trainiert. Aber das hier ist noch weit schlimmer als erwartet. Sie erinnern sich, dass Sie keine Verbindungen knüpfen sollten? Weil es Sie behindern würde, wenn Sie aktiviert werden? Nun, ich hab's probiert. Aber es hat nicht funktioniert. Nicht für mich. Das sind meine Mitbürger. Das ist meine Stadt. Wir holen sie zurück. Hey, Sie müssen... Ja, okay. Okay. Die Leute brauchen uns. Lassen wir sie nicht hängen. Ja, hängen lassen tun wir die auf jeden Fall nicht. Und ich habe eine Trophäe verdient. Ja, okay. Ja, was wollte ich denn noch machen? Genau, ich wollte mal eben kurz checken, bevor wir losgehen. Sind Sie auf irgendwas gestoßen? Ob ich Sachen aus dem Lager verkaufen kann. Es sieht nicht so aus. Ich kann echt nur Sachen verkaufen, die ich... Ich dachte, wir kämen ins Geschäft. Die ich dabei habe. Naja, das mache ich irgendwann offline. Das muss jetzt echt nicht sein. Also wir haben bis jetzt haben wir uns echt hier nur aufgehalten. Was haben wir denn hier? Hier ist noch irgendetwas. Fertigungsstation.
Objekt anfertigen. Ah, können wir hier Dietriche erstellen? Rucksack. Aber was braucht man denn dafür? Wie es aussieht, sind nicht alle Russen rechtzeitig aus dem Konsulat entkommen. Elektronik. Okay. Ist jetzt halt die Frage. Was braucht man? Stoff. Ah, Ressourcen brauchen wir auf jeden Fall. Stoff. Ich weiß nicht, ob aus den Sachen, die wir immer täglich sammeln und die verkaufen, ob man daraus vielleicht Materialien herstellen kann. Dann wäre das ein Fehler gewesen, das jedes Mal zu verkaufen. Dann hätten wir das lieber in Ressourcen umgemünzt, sozusagen. Was haben wir denn hier? Ich guck mal eben auf die Karte. Du tust ihm ja weh! Hör mal, ich habe 6 Jahre Medizin studiert. Vergiss alles, was du in den Arztserien gesehen hast, während du im Keller deiner Mama an dir rumgespielt hast. Einen Knochen zu richten ist nicht schön. Wenn dir was an deinem Kumpel liegt, nimm die Knarre aus meinem Gesicht. Willst du mir drohen, Bitch? Ich sage nur, wie es ist. Okay, das war kein nettes Wort. Operationsbasis. Okay, das was ist unsere... Was machst du denn da? Du tust ihm ja weh! Hör mal, ich habe 6 Jahre Medizin studiert. Vergiss alles, was du in den Arztserien gesehen hast, während du im Keller deiner Mama an dir rumgespielt hast. Okay, das wiederholt sich. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal etwas, bevor ich jetzt hier ewig hier rumstehe. An dieser Stelle nochmal ein großes Sorry, dass es jetzt so lange hier in der Basis gedauert hat. Das ist erstmal so alles so neu für mich und ich muss erstmal mich so ein bisschen reinfinden und ich wollte das ohne euch auf jeden Fall nicht machen. Ich wollte schon, dass ihr so ein bisschen mitguckt. So, was haben wir hier? Einführung, Spielersuche. Laden Sie andere Agenten in Ihre Gruppe ein, indem Sie auf sie zugehen und R runterdrücken oder R gedrückt. Sie können Ihre Freunde über das Gruppenverwaltungsmenü einladen oder sich ihnen anschließen. Unbeantwortete Einladungen finden Sie ebenfalls in diesem Menü. Sie können die Spielersuche an Spielersuchestationen und auf der Karte benutzen, um eine Gruppe zu finden. Okay, also falls wir so ein bisschen Hilfe brauchen sollten, dann können wir das machen. Möchten Sie jetzt nach einer Gruppe suchen? Machen wir erstmal nein. So. Okay. Ich würde mal sagen, wie gesagt, also nochmal großes Sorry, dass ich sehr lange hier mich aufgehalten habe an der Basis. Aber das ist, wie gesagt, alles so neu. Und ich wollte auf keinen Fall irgendetwas machen, was ihr dann verpassen solltet. Und ja, genießen wir einfach das Spiel. Es soll ja Spaß machen. Habe ich welche vielleicht auch nicht. Und ja, es soll ja den Eindruck vermitteln für euch, ob es sich lohnt, auch für euch das Spiel zu holen. Und ja, schauen wir einfach mal. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen einfach weiter. Was haben wir hier? Oh, shit. Shit. Ich werde angegriffen. Boah. Schnell. Shit. Das war nicht nett. Das ist so typisch. Das ist so typisch. Einmal passt man nicht auf und dann wird man schon angegriffen. So. Hast du davon. Ich glaube, das ist wieder dieses Prinzip. Hier kann jetzt wieder jederzeit irgendetwas passieren. Ich muss sehr, sehr wachsam sein. Entdeckt. Ah, wir haben wieder was Neues entdeckt. Stufe 5 bis 9. Schwer. Ja, ich würde sagen, das machen wir auf jeden Fall noch nicht. Bevor ich mich hier total blamiere und 1000-mal sterbe. Lassen wir das mal lieber. Stattdessen gehen wir jetzt mal hier. Geiselrettung. Nächste Mission. Okay. Warnung. Feindpräsenz entdeckt. Okay. Feinde sind in der Nähe. Schauen wir mal. Unsere Fähigkeit. Wir müssen das nicht tun. Lassen Sie mich gehen. Niemand muss sterben. Boah, der hätte uns ja fast gekriegt hier. So, den haben wir auch. Und ich muss sagen, die AK-47, die macht richtig schön Schaden. Sehr, sehr geil. Und wir haben es, glaube ich, geschafft. So, was haben wir hier? Ja, nehmen wir es einfach mit. Am Ende verwalten können wir ja immer noch und verkaufen oder je nachdem, was wir damit halt machen möchten. Was haben wir hier? Hier haben wir auch wieder irgendwas zum Einsammeln.
genau umschauen hier. Was haben wir hier? Öffnen wir mal. Okay, wir haben wieder... Ich weiß nicht, ist das jetzt... Warte mal. Hier war doch gerade eine Anzeige da. Was ist das? Ach, Erste-Hilfe-Paket sieht's nicht aus. Voll. Hm. Naja. Gucken wir mal hier. Was haben wir? Geiselschlüssel. Hier ist irgendwo ein Schlüssel für die Tür. Okay, dann befreien wir die Geiseln. Geil. Zivilisten sind jetzt sicher. Gut. Perfekt. Wir sind gut. Oh, was haben wir hier? Hier haben wir doch bestimmt was zum Einsammeln. Jawohl. Das war sehr nett von Ihnen. Dann plündern wir mal alles. Und schauen direkt mal nach, was wir haben. Rüstung. Okay, wir haben eine mit 19, eine Allzweckweste. Die hat, glaube ich, genau, extra Tötungs-EP sogar noch. Der hat mehr Munitionskapazitäten. Also ich lese jetzt gerade unten rechts die Attribute, was die ganzen Rüstungen, also die ganzen Panzerwesten, besser gesagt, alle am Ende rausspringen für mich. Und ja, man kann das trostlos so lassen. Hier bin ich mir immer noch nicht sicher. Sind die Sachen jetzt alle angelegt? Ich glaube schon. Bin mir jetzt nicht sicher. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal weiter. Hier ist noch etwas in der Nähe. Oder? Irgendwas Blaues sehe ich auf der Karte. Wir können ja mal nachschauen. Schauen wir mal. Ich guck mal auf die Karte. Einsatz. Wir werden überrannt. Sie töten alles und jeden, ohne Ausnahme. Verdammt, wenn sie die Schleusen sprengen, dann... Captain, die haben ein... Okay, das ist eine Level 5 Geschichte. Wir sind noch leider auf Level 4. Es ist empfohlen, mindestens Level 5 zu sein. Du tust ihm ja weh! Hör mal, ich habe 6 Jahre Medizin studiert. Vergiss alles, was du in den Arztserien gesehen hast, während du im Keller deiner Mama an dir rumgespielt. Okay, ja, vieles hören wir schon doppelt und dreifach. Okay. 300 Meter zum nächsten Einsatz. Und wir sehen, auf der Karte ist wieder etwas. Gerade noch gerettet. Die erste Hilfe. Ja, ich bin noch nicht gerade in Form. Das kommt vielleicht noch. Aber gerade so ein bisschen unter Druck. Deshalb nicht immer präzise getroffen. Ja, das muss man auch erstmal hinkriegen. Wenn auf einmal aus dem Nichts hier so diese Gegner kommen und dann musst du dich erstmal drauf einstellen. Ist der böse? Nö. Ist, glaube ich, ein Obdachloser. Okay. Was ist denn hier das Rote eigentlich? Achso, das war Stufe 5. Also, wo empfohlen worden ist, dass wir das mit Level 5 machen sollen. Ja, erreichen wir auch jetzt gleich. Hier ist auch etwas. Was soll denn hier das? Was soll das, Leute? Nicht mein Problem. Ich dachte, sie würden uns helfen. Ja, helfe ich doch. Indem ihr euch nicht mehr streitet. Okay, hier habe ich eine Kiste. Oh, Stoff. Das hört sich ja sehr gut an. Ich sag nur Ressourcen, die wir herstellen können. Da brauchen wir auf jeden Fall Stoff. Okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir hier weiter. Und schauen, was uns erwartet. Erfasse ein Echo in der Nähe. Echo? Was ist ein Echo? Ist das was Schlechtes? Halten Sie, um Ausfallrad für Granaten zu öffnen und wählen Sie dann... Ah, ich kann hier noch mehr Sachen. Blendgranaten, cool. Splittergranate, okay. Was ist denn ein Echo? Was ist das? Was?
Ist nur eine Erkältung. Schlecht geschlafen. Mehr nicht. Tut mir leid, Sir, aber Sie müssen mit mir kommen. Hey, lassen Sie mich gehen! Lassen Sie ihn, Mark! Mark, es geht ihm gut! Hören Sie auf! Ist das eine Erinnerung? Von damals? Oder was hier passiert ist, generell? Das ist ja cool gemacht. Fertigkeit nicht zugewiesen. Haben wir jetzt eine neue Fertigkeit? Aufklärungsdaten. Ist jetzt halt die Frage, wo? Ah, hier oben. Hier, unter Echos. Oh, wir können ganz, ganz viele Echos sammeln. Hier. Ein Erkrankter versucht, seine Infektion zu verbergen, um einen Screen im Bereich durchqueren. So, ja. Er und seine Frau werden von einem Zera-Angestellten angehalten, dem seine Erkrankung sofort aufgefallen ist. Er wird von einem JTF-Beamten oder GTF-Beamten für eine genaue Untersuchung gewaltsam abgeführt. Oh, da ist jemand, ordentlich behandelt worden. Das zeigt uns, wie gesagt, denke ich mal so aus der Vergangenheit, was so passiert ist. Ah, hier können wir wieder die nächste Geschichte bald verkaufen. Okay, ja, wie ihr merkt, man sammelt sehr, sehr viele Gegenstände. Und man weiß zum Teil nicht 100% wohin damit. Also für mich wäre das jetzt natürlich verkaufen, aber vielleicht kann man was Besseres noch machen. So, was haben wir denn hier? Fertigkeitenplatz verfügbar. Ab jetzt stehen Ihnen ein zweiter Fertigkeitenplatz zur Verfügung. Nun können Sie zwei Fertigkeiten gleichzeitig anlegen. Cool. Okay. Aber jedoch können wir nicht nach unten, ne? Eine individuelle Fertigkeit erwerben und den letzten Platz entsperren. Okay. Ja, anscheinend müssen wir jetzt irgendwie von hier oben noch was nehmen. Ja, nehmen wir Technologie. Das eine ist Schutz. Obwohl ein Schutzschild auch nicht schlecht ist. Nehmen wir Haftgranate. Mal ein bisschen offensiv. Hä? Habe ich jetzt was falsch gemacht? Oder muss ich hier unten freischalten? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ah, ich glaube, ich weiß, worauf es hinausgeht. Was macht das hier? Heilt und kuriert den Anwender und Verbündete in der Nähe. Belebt ausgeschaltete Verbündete in Reichweite wieder. Kann über maximalen Lebenspunkte hinaus heilen. Cool. Steigert den vom Anwender und allen Verbündeten in der Nähe verursachten Schaden und die Chance auf kritische Treffer. Steigert den Schadenswiderstand und die Schnelligkeit für den Anwender und alle Verbündeten in der Nähe. Ja, ich würde mal sagen, wenn wir Heiler sind, also Mediziner, dann nehmen wir das auch. Was? Ich dachte, man kann das jetzt nehmen. Ich verstehe das hier nicht. Aber wieso hat er gesagt, Fertigkeiten sind verfügbar, wenn ich die nicht einsetzen kann? Oder bin ich gerade blöd? Das kann natürlich auch sein. Hier, ab jetzt steht Ihnen ein zweiter Fertigkeitenplatz zur Verfügung. Ja. Oh. Fertigkeitenplatz. Ich bin doch nicht doof. Ach so. Boah, bin ich bekloppt. Ja, ich muss das mit L1 machen. Klar. Oder? Oder? Hä? Ich verstehe das immer noch nicht, Leute. Ich halte mich zu lange auf, ich weiß. Tut mir leid. Da, Fertigkeitenplatz verfügbar. Bin ich blind? Ach so. Oh. Alter, das muss doch erstmal darauf kommen. Okay, ja. Für die Zukunft wissen wir jetzt natürlich Bescheid, wie man es macht. Okay, die gehen wir hier hindurch. Ich weiß nicht, wie lange sich das jetzt so hält. Ah, okay. Bis wir den Bereich verlassen haben. Alles klar. Oh, tut mir leid, dass es echt so lange gedauert hat. Das ist echt nicht beabsichtigt. Okay, dafür machen wir noch schnell ein, zwei Missionen. Was haben wir hier? Gucken wir gleich, wir machen erstmal den JTF-Nachschub. Schauen wir mal, was ist hier? Hier ist doch auch irgendetwas.
Gibt's hier einen Parkplatz? Ja, hier ist eine Kiste. Mit Werkzeugen. Okay, könnte man auf jeden Fall gebrauchen. Für die nahe Zukunft, wenn wir etwas erstellen sollten, dann haben wir schon mal die Ressourcen dafür. Okay, schauen wir mal. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ich habe kein gutes Gefühl. Empfange JTF-Funksprüche. Beschuss durch leichte Waffen. Unter Beschuss. Okay. Plünderer haben uns im Visier. JTF, hört ihr uns? Bitte komm. Signalverfolgung. Analyse beendet. Lade Koordinaten hoch. Okay, jetzt müssen wir wieder helfen. Okay. Den kriegen wir auch noch. Oh, der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Dem Officer sprechen. Dann sprechen wir mal mit ihm. Hallo. Ohne sie wären wir jetzt tot. So macht man das. Sie greifen in Zukunft nicht mehr so schnell eine JTF-Patrouille an. Warnung! Feindkräfte nähern sich! Was? Noch mehr? Okay. Wenn die in Bewegung sind, sind die richtig schwer zu erwischen. Warnung! So. Feindkräfte nähern sich! Noch mehr? So, werfen wir eine Granate. Oh, Scheiße, weg! Oh. Das war knapp. Na? Den haben wir auch noch. So, was macht die Pistole hier? Ah, nur 7 Schuss, das ist nachteilig. Ziel ist sicher. Keine Gegner mehr entdeckt. Perfekt. Eine Ehre an ihrer Seite. Geschafft. Nehmen wir alles. Okay, wir haben eine neue Weste. Ich, ach, nicht Karte. Ich schau mal eben nach im Inventar. Um das mal zu checken. Da, 25. Nehmen wir auf jeden Fall. Was haben wir hier? Hier haben wir auch etwas Neues. Achso, sind die noch gar nicht angelegt? Ist das einfach nur eine Sammlung von Mods? Und da müsste es ja unten sonst stehen mit von wegen anlegen. Ein Mod wird angelegt, indem man ein Objekt mit Modplatz auswählt und Viereck drückt. Das Ausrüsten von Waffen und Ausstattung mit Mods kann ihre Werte stark verbessern. Okay. Ja, aber wir können es nicht modden. Hm. Kriegen wir bestimmt noch erklärt. Im Verlauf des Spiels. Ja. Okay, ich würde mal sagen, wir gucken uns hier nochmal um. Elektroteile. Ah, müssen wir noch sammeln, bevor ich es hier ganz vergesse. Ist jetzt halt die Frage, wo. Ah, hier drin. Immer Ausschau halten nach sowas. Die Dinger sind Gold wert. So. Haben wir hier noch etwas? Ja, hier. Okay. Öffnen. Und hier haben wir auch noch was. Sehr viele Ressourcen. Können wir durch die Hintertür? Yeah, cool. Wir haben eine Abkürzung genommen. Okay. Wir schauen mal auf die Karte. Ich würde mal sagen, den Kampf nehmen wir noch mit.
Das heißt, wir müssen noch mal einmal rumlaufen. Die Munition reicht noch locker aus. Nehmen wir wieder die berüchtigte AK. Und hier sehe ich etwas. Regel Nummer 1. Ein Plünderer erhält eine letzte Warnung. Das Treffen war vor 20 Minuten. Warum die Verspätung? Tut mir leid. Ich hatte Probleme und musste einen Umweg machen. Und was hast du mitgebracht? Ich hab nichts. Es waren zu viele, Mann. Ich musste abhauen. Nichts? Hältst du das hier für ein Wohltätigkeitsbazar? Glaubst du, wir riskieren unseren Arsch, damit du Schutz und kostenlose Mahlzeiten kriegst? Nein, nein, tut mir leid. Also reiß dich zusammen, sonst wirst du bald feststellen, wie es ist, von draußen reinzuschauen. Wir haben keinen Platz für Totenballast. Das ist die letzte Warnung. Okay. So, hier sehe ich schon. Geiselrettung, wir müssen wieder Geisel retten. Entdeckt. Oh, 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 oh. So, den haben wir. Den kriegen wir auch noch. Na komm, zeig dein Köpfchen. Zack. Zack. Okay, wir müssen noch einen Schlüssel suchen. Aber das wird wahrscheinlich nicht so einfach, wenn hier noch Gegner kommen. Analyse. Okay, gehen wir hier rüber. Da müssten noch mehr Gegner sein. Ja, da hinten. Na komm schon. Ja, nehmen wir mal mit. Den haben wir gleich. So, den haben wir gekriegt. Hier müsste noch einer rumlaufen. Schauen wir uns mal hier gleich um. Ja, hier haben wir noch einen Gegner. Wahrscheinlich hier drin. Oder? Kann man hier rein? Ja, irgendwo konnte man doch da rein, oder nicht? Ich glaube, hier können wir noch etwas sammeln. Ja. Ich glaube, das haben wir automatisch aufgesammelt. Munition, ich weiß gerade nicht. Zivilist wird gescannt. Bedürftiger, okay. Sollen wir ihm was geben? Na komm, ein Mineralwasser. Ich danke Gott für Menschen wie Sie. Ja, wir sind gute Menschen. Nehmen eine Schutzmaske mit. Als Belohnung, glaube ich mal. Okay, dann gehen wir schnell mal hier rüber. Obwohl, hier, ich sehe etwas. Ist halt die Frage, können wir hier durch? Ach, wir brauchen den Schlüssel. Klar, sonst geht's nicht. Ich sollte ein bisschen mehr nachdenken hier. Okay, untersuchen wir mal hier diesen Rucksack. Erste-Hilfe-Set. Sehr gut. Was haben wir hier? Hier müsste doch der Geiselschlüssel. Okay, haben wir hier noch etwas? Zumindest sagt die Karte, dass hier etwas ist. Ich weiß nicht, ob es hier noch eine Etage gibt oder einen Nebenraum. Okay, einen Nebenraum. Okay. Immer alles schön einsammeln. Zivilisten sind jetzt sicher. Ah. Okay, weil ich habe auf der anderen Seite noch irgendwelche roten Markierungen gesehen. Als wären Feinde in der Nähe. Sie haben mich gerettet. Jawohl. Ah, hier kann man sich so schnell verlaufen. Man muss echt hochkonzentriert hier an der Sache rangehen. Okay, was haben wir hier noch?
Hier ist sonst nichts, oder? Aber hier ist doch etwas. Können wir hier irgendwo rein? Habe ich irgendwas übersehen? Können wir nicht hier rein? Nö. Bin ich gerade bescheuert? Okay, gucken wir mal auf die Karte. Was machst du denn da? Du tust ihm ja weh. Ich will dahin. Oder ist es wieder dieser eine Raum, dieses Geschäft, wo wir vorhin waren? Schauen wir mal. Das LMB macht mir Angst. Schürig. Oh je. Sind das Gegner? Ich glaube schon. Putz sie weg! Okay, das ist krass, dass einfach vor unserer Nase Gegner sind. Krass. Okay, hier können wir nichts nehmen, ist schon voll. Holovisier machen wir. Hier haben wir noch was. Ich sag ja. Wir haben noch was übersehen. Oder? Hä? Ich war doch hier schon, oder nicht? Das ist ja verwirrend. Weil wenn ich jetzt hier rausgehe, dann zeigt er mir hier wieder was an. Mein Freund muss was essen. Hey. Dann muss ich mit denen wieder reden hier. Das kann doch nicht wahr sein. Oder muss ich hier irgendwie interagieren mit dem Rechner? Nö. Gibt's eigentlich gar nichts. Ich glaube, das ist ein Fehler. Schön, dass Sie noch da sind. Ja, gerne. Okay, dann würde ich mal sagen... Was machst du denn da? Du tust ihm ja weh! Hör mal, ich habe 6 Jahre Medizin... Ja, einen Kampf machen wir noch dafür, dass ich heute so lange gemacht habe am Anfang. Das bin ich euch ein bisschen schuldig. Gut, dann machen wir die nächste Kampfmission. Gnadenlieferung heißt sie. Und schauen wir mal, was uns erwarten wird. Munition sollte noch ausreichen. Und wir sind jeden Moment da, um den Feind zu stoppen. Wahrscheinlich müssen wir uns eine Lieferung wieder in unsere Finger nehmen. In unsere Finger reißen sozusagen. Safe House gesperrt. Hören wir nicht? Scheint auch eine Level 5 Aktion zu sein. Ach, das ist ja diese Aktion, die wir vorher nicht machen. Okay. Okay, wir müssen erstmal entdecken. Sparrow 3, over. Wir sind gleich bei Ihnen. Okay, das sind viele Gegner. Okay. Habe ich den nicht gerade fast getötet? Ne, da sind mehrere davon. Okay, das ist leicht irritierend. Das liegt aber daran, weil die sich immer hier in Deckung begeben. Und dann, wechseln immer ihre Position. Da kann man schnell was übersehen. Wir können da wieder was einsammeln. Oh, ich würde es gerne schnell nehmen. Ich hoffe, das wird nicht zum Verhängnis. Okay, ich hab's genommen. Ich gehe schnell in Deckung. Ich glaube, das wird jetzt gleich ungemütlich. Wo seid ihr? Da. Ach, den haben wir fast. Na komm. Okay, den haben wir kalt gemacht. Irgendwo muss da noch einer sein. Feindkräfte nähern sich. Machen wir mal unsere Fertigkeit hier. Bedrohung eine, ja, ist auch klar. Ah. Oh, er klettert. Hallo. Er hat uns überhaupt gar nicht bemerkt. Da kommen noch mehr Gegner. Boah. Ah, ich glaube, die Pistole ist echt nicht gut geeignet gerade. Kräfte nähern sich.
Aber jetzt vielleicht. Jawohl. Oh, von der anderen Seite. Sparrow 3 hier. Sind an ihrer Position und startbereit. Wow. Boah, der hätte mich hier fast. Hallo. Oh, der hat eine Granate. Jawohl. Bereich gesichert. Gegner neutralisiert. So muss das sein. Das war erstklassige Arbeit. Ja, finde ich auch. So, dann sammeln wir eben die Sachen ein. Wenn es was zum Sammeln gibt. Wir schlagen uns ganz gut da draußen. Gute Arbeit. Ja, finde ich auch. So, ich würde mal sagen, wir haben was wieder... Was machst du denn da? Du tust ihm ja weh! Wir haben wieder sehr viele Nebenmissionen geschafft. Und ja, bevor ich jetzt wieder bis zur Station laufe, oder? Ja, das dauert wieder ein bisschen. Klasse Schuss. Ich würde jetzt Folgendes vorschlagen. Eben die Cam an. Also, wir haben wieder einige Missionen geschafft. Viele Kampf- und Nebenmissionen. Und ich würde vorschlagen, ich werde jetzt gleich offline in Ruhe zur Basis zurückkehren. Und da so ein paar Sachen verkaufen, die wir nicht brauchen. Das werde ich aber dann diesmal nicht aufnehmen. Ich denke mal, beim ersten Mal hat das so ein bisschen gereicht. Damit man so ein bisschen gucken kann, was man so alles machen kann. Und ja, ich würde sagen, ich melde mich dann in der nächsten Folge wieder. Und dann machen wir die nächsten Missionen. Weil storytechnisch muss es ja wieder vorangehen. Und wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viele Sachen wieder freigeschaltet. Wir müssen die Operationsbasis wieder aufbauen. Also, wir haben noch sehr, sehr viel vor uns, sehr viel noch zu tun. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.